Wir untersuchen Spülprozesse von Schokolade. Bei den Spülprozessen entsteht eine Mischphase. Das ist dann eine gemischte Menge an Schokolade aus der hellen und aus der dunklen, die man nicht direkt weiterverwenden kann. Diese Mischphase, das wollen wir verstehen, wie die entsteht, um somit halt diese Mischphase zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Technikum. Ich möchte Ihnen heute hier den Spülversuchsstand vorstellen. Das ist eine Versuchsanlage, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben, um damit Spülprozesse in der Lebensmittelindustrie zu untersuchen. Spülprozesse sind industrielle Reinigungsprozesse, bei denen das Vorgängerprodukt, was in dem Fall nicht mehr benötigt wird, ausgeschoben oder ausgetauscht werden muss. Wir fangen an in der Regel mit einer hellen Schokolade und schieben dann eine dunkle Schokolade hinterher, indem wir einfach ein Ventil umschalten, wie es in der Industrie üblich ist. Wir beobachten das von außen durch den Farbumschlag an der Wand. Das ist aber nur ein sehr indirekt oder ein sehr spät auftretendes Merkmal. Zusätzlich führen wir aber auch noch Schnittsegmente durch. Nach diesem Spülprozess und nach dem Pumpenstopp können wir dann diese Segmente erkalten lassen durch einen angesteuerten Umlaufkühler. Und können dann im Anschluss diese Messstreckensegmente aus der Rohrleitung entnehmen. Das zeige ich Ihnen erstmal. Genau, dann haben wir einen ausgeschobenen Schokoladenmesszylinder, welchen wir dann im Nachhinein, nach dem Versuch, entweder in Querschnitte oder Längsschnitte teilen können und somit den Querschnitt über diese gesamte Länge auf einem Flachbildscanner untersuchen können. Die Aufgabe in dem Projekt ist es also, den Spülprozess nachzubilden in der Strömungssimulation. Und Ziel dieser ganzen Sache ist es, den Spülprozess, den Vorgang einer Schokolade schiebt die andere Schokolade aus, zu minimieren, also die Mischphase zu reduzieren.